Ich bin Silvia Keller und das ist meine Geschichte mit der Erfahrung mit der Mutter Gottes in Medjugorje. Ja, danke. Hoi Antonio. Ja, ich habe etwas ganz Besonderes erlebt eigentlich mit Medjugorje, und zwar schon ganz am Anfang, als die Erscheinungen angegangen sind. Und das war im Jahr 1981. Da war ich in der Ferien bei meinen Eltern in der Ostschweiz am Bodensee. Ja, ich hatte keine Eltern zum Kinderhüten, und zwar durfte ich dafür in die Ferien mit den Kindern. Und die Mutter, die hat immer so Heftchen gelesen, so, wie soll ich sagen, so Gloria oder ich weiß nicht, wie die alle heissen. Und da habe ich halt so ein bisschen drin geblättert und dann sehe ich da drinnen plötzlich ein Bild, ein schwarz-weiß Bild, komisch, ein Pater abgebildet mit 6 Kindern. Und darunter steht, in einem kleinen Dorf im fernen Jugoslawien erscheint die Mutter Gottes 6 Kindern. Und dieser Priester gibt Zeugnis dafür und riskiert damit, ins Gefängnis zu gehen. Das habe ich sofort geglaubt. Aber ich habe natürlich nie gedacht, erstens mal, dass die Erscheinungen weitergehen. Zweitens, Jugoslawien, das ist so weit weg, da geht man nicht hin. Und ja, dann habe ich das wieder vergessen. Und dann ist 1986 gekommen. Wir waren mit dem Frauenverein auf einer Fahrt mit dem Bus. Und ich bin neben unserem Pfarrer gesessen und vor mir, ich habe dort noch Katechete gegeben, und vor mir ist eine andere Katechete gesessen und die schaut so hinterher so, und sagt, habt ihr mal etwas gehört von Medjugorje? Medjugorje, was ist das? Ja, dort erscheint doch Mutter Gottes in einem kleinen Dorf. Ich habe sofort das Bild wieder vor mir gesehen. Das ist eigenartig, das hat sich bei mir irgendwo eingeprägt. Und ich wollte alles wissen, ich bin immer weiter vorne und der Pfarrer ist immer weiter hinten. Das war eigenartig. In der Pause, bei der Kaffeepause, habe ich gesagt, habe ich diese Frau gelöchert. Alles wollte wissen. Und dann, am Abend, bin ich heim zu meinem Mann und habe gesagt, du Peter, ich weiss, was wir heute nach, was wir in der Sommerferien machen. Er sagt, ja, wieso, was willst du hin? Auf Jugoslawien. Was? Du? Auf Jugoslawien? Weil ich muss dazu sagen, dass ich gar nicht gerne Auto fahre. Und er fährt fürs Leben gern. Sofort dabei gewesen, natürlich. Ja, und warum willst du auf Jugoslawien? Und dann war halt das gewesen, dass ich gesagt habe, los, ich habe gehört, dass Mutter Gottes dort erscheint. Und wenn die immer noch dort erscheint, wollte ich dort hin, ihr Gott Dankeschön sagen für mein Leben. Weil ich habe seit der Jugend so viel Schönes erfahren mit der Mutter Gottes. Und wenn sie mich nicht an die Hand genommen hätte, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Und da muss ich dazu einfach einfügen, etwas, was ich als Kind erlebt habe. Und zwar war das, ich war in der ersten Klasse. Und die ältere, so ältere Generation in unserem Alter oder noch älter, die wissen vielleicht noch, dass Fatima-Statue von Dorf zu Dorf gewandert ist. Und die ist bei uns in Kreuzlingen, in der Kirche St. Stephan, Semishofen, ist die auch für eine Woche da gewesen. Mein Papa hat damals im Kirchenchor gesungen. Und dann hatten wir eben so Maiandachten und dann durfte ich auch mit. Und ich weiß nicht, was mir dort passiert ist. Ich hatte einfach die Mutter Gottes Statue so gerne. Wir haben daheim nie gross gebetet. Wir haben mal ein Nachtgebet gemacht oder so. Das war gerade alles. Und ich habe dort so Ketteli gesehen. Später weiss ich schon, dass es ein Rosenkranz ist. Und habe dann bei der Mutter gebetet, darf ich so eine Ketteli haben. Und sie hat mir dann eins gekauft. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf alle Fälle, später bin ich in Blauring gekommen. Ich war Blauring-Leiterin, ich war Scharleiterin, habe auch Lager geleitet. Selbst als ich geheiratet war, habe ich noch eine Gruppe Schar übernommen in Muttenz. Also, das ist irgendwo, das Marianische ist dann einfach wirklich schon bei mir drin gewesen. Und selbst als ich im Ausland war, gerade auch als ich in England war, habe ich einfach gespürt, ich bin immer an der Hand der Mutter Gottes gegangen. Und darum wollte ich Gott Dankeschön sagen. Gut, also. Dann kam der Tag gekommen. Es war mitten im Sommer, im Juli, heiße Zeit. Und man hat uns noch gesagt, es ist dann weit zum Fahren, wir müssen dann früh gehen. Aber wie es halt so ist, mit zwei Kindern, noch nicht so gross, und dann noch das Zelt einpacken. Und dann sind wir mal losgefahren. Und dann so um Mitternacht rum sind wir dann in Slowenien angekommen. Und dann haben wir das Zelt halt aufgestellt. Ja, und am anderen Morgen war es halt wieder Spaß, bis wir alles umgeräumt haben. Und dann hatte ich einen Wunsch gehabt.
ich wollte nicht den Küsten entlang fahren. Weil ich habe immer gehört von diesen vielen Unfällen, die hier passieren, mit den Holländern, mit diesen Campern, mit diesen Wohnwagen und so weiter. Also sind wir das Landesinnere. Wir hatten doch keine Ahnung, dass es hier so bergig ist und so kurvig und so kleine Strassen. Der Kind ist schlecht geworden hinten in dem Auto. Da mussten wir irgendwo anhalten. Kein Mensch konnte Deutsch. Wir keine Sprache, kein Englisch, nichts können. Aber irgendwo ja, sind wir halt durchgekommen. Es war gleich interessant, eine wunderschöne Gegend zum Fahren. Und wieder mitten in der Nacht sind wir in Buna, das ist in der Nähe von Mostar, angekommen. Und dann sind wir so müde, dass wir gesagt haben, also jetzt wollen wir nicht nochmals das Zelt aufstellen. Und dann hat es dort so ein sogenanntes Motel gehabt. Wenn ihr wüsstet, was das für ein Motel war. Als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, Kinder, lasst eure Kleider an. Und jetzt legt ihr, lasst ihr Kleider an, schläft in den Schlafsack und langt einfach nichts an. Es war so grusig, dreckig und einfach mit Käfer und alles Mögliche. Am anderen Morgen haben wir fluchtartig das Ding verloren. Und dann? Jetzt ist unsere Rundreise losgegangen. Das heisst, wir waren etwa 35 km von Medjugorje weg. Aber es hat natürlich ja keinen Wegweiser zu dieser Zeit. Nichts so. Und dann haben wir einmal wieder gefragt, auf Deutsch natürlich. Und die waren immer Männer. Und die haben, jeder hat gesagt, 2 Kilometer. Immer 2 Kilometer. Und wir sind im Kreis herumgefahren. Wir sind am Morgen früh abgefahren und ich weiss nicht, wir haben sicher etwa 6 Stunden gehabt, bis wir endlich in Medjugorje gelandet sind. Und dann, ja, sind wir mitten auf dem Platz gewesen, es war etwa vielleicht 2:30 gewesen und kein Mensch vor dir stand vor dir hin. Ich dachte, was machen wir jetzt? Und dann plötzlich kommt so ein Franziskaner daher. Später haben wir herausgefunden, es ist der Pater Petar Ljubicic. Dann haben wir gefragt, ganz schüch, sprechen Sie Deutsch? Ja, ja. «Was wollt ihr? Wir suchen eine Unterkunft.» Dann hat er uns so gezeigt, «Dort, geht dort hin, in unser Haus.» Und wir sind dort hin. Und am Abend, ihr glaubt es nicht, am Abend, ist tatsächlich der Pater Petar vorbeigekommen und hat geschaut, ob wir gut untergebracht sind. Und das ist die Familie, wo wir heute noch sind, nach 35 Jahren. Also unglaublich. Ja, und das war für uns eine unglaubliche Zeit gewesen. Die Kirche war ja bumsvoll. Es hatte auf der Seite noch keine Türe. Und das Aussenzelt war natürlich auch noch nicht. Und so haben wir halt einmal unsere Campingstühle genommen und haben draussen miteinander den Rosenkranz gebettet. Wenn die anderen drinnen gebettet haben, wir haben ja kein Wort verstanden, was das alles ist. Zum Glück hat natürlich unsere Gastfamilie Deutsch können. Das war also ein Vorteil. Und die haben uns dann auch überall mitgenommen, auf Bergen, zu den Erscheinungen. Also dort sind oft die Erscheinungen auf dem Berg, auf dem Kreuzberg und auf dem Erscheinungsberg. Also wir haben da sehr viel erleben. Wir haben auch das Fest vom heiligen Jakobus miterleben, das erste Mal, wo sie die Statue tragen, ins Weltli über und dort den Gottesdienst feiern. Und als wir dann heimgegangen sind, sind wir dann wirklich die Küste angefahren und haben dann gemerkt, es ist gar nicht so schlimm, wie wir eigentlich gemeint haben. Und dann haben wir aber gesagt, aber wir müssen schnell wieder gehen. Wir wissen ja nicht, wie lange die Erscheinungen noch gehen. Es sind ja schon 5 Jahre her. Und so sind wir im Februar, drauf in den Sportferien, sind wir schon wieder nach Medjugorje. Und das haben sie dann gesagt, es war der kälteste Winter seit etwa 60 Jahren, den sie hatten. Es war alles eisbein gefroren. Das Wasser ist eingefroren, die Elektrizität ist nicht mehr gegangen, die Heizung hatte es keine gehabt in den Zimmern. Und ja, dann sind wir, was wir einmal gemacht haben, wir sind das vierte in 2 Betten geschlafen. Wir haben schon 2 Zimmer gehabt, aber wir mussten einander warm geben. Fototücher haben wir genommen, um die Fensterrahmen einfach abdichten. Und wenn es gar nicht mehr gegangen ist, sind wir gut Auto fahren. Dann im Auto haben wir warm gehabt. Ja, so ist das gekommen. Und wir sind immer wieder gegangen und dann haben die Leute uns gefragt, könnten wir nicht auch mal mitkommen? Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir könnten das schon mal schauen. Und dann haben wir eben unten haben wir dann den Walter Zumsteig kennengelernt. Das war ein Schweizer mit Busunternehmen, der ganz früh schon, glaube ich, im 82 schon runter ist. Und mit dem haben wir dann geredet und haben ihn gefragt, ob er für uns eine Busfahrt organisieren würde. Und dann hat er gesagt, ja, noch so gern. Dann gesagt, aber ich weiss halt nicht, ob wir einen Bus zusammenbringen. Er hat gesagt, mach nichts, ich schreibe es auch noch aus. Aber wir haben unglaublich, das war im 89, haben wir gerade einen 50er-Bus voll gehabt
Und er hat auch noch mal einen Bus voll gehabt. Und so sind wir halt mit zwei Bussen runtergefahren. Dann haben wir im 90 noch mal einen Bus gehabt und im 91. Und dann hat ja dann der Krieg angefangen. Und dann, ja, wie sollen wir jetzt runter? Dann war noch ein Jugendtreffen im 91. Und dann hat unsere Tochter vernommen, dass die Deutschen runterfliegen. Und dann haben wir da mit dem Walter Zumsteig geredet. Und der hat uns mit dem Bus auf Stuttgart rausgefahren. Und dann sind wir von Stuttgart aus nach Serbien geflogen eigentlich. Und von dort aus, Belgrad. Und von dort aus sind wir aufgeteilt worden. Die einen nach Split, die anderen nach Dubrovnik. Und so haben wir dann diese Woche dort dürfen erleben. Das war das schönste Jugendtreffen, das ich je erlebt habe. Weil das war noch so intim, aber sehr, sehr, sehr wertvoll. Und dann ist nachher nichts mehr gegangen. Weil nachher hat man müssen mit dem Bus gehen, aber dann sind die Brücken gesperrt. Dann einmal haben wir es noch erlebt, dass wir im Winter gegangen sind. Da mussten wir einfach über so eine Pontonbrücke fahren. Wir haben also dort auch vieles im Krieg erlebt. Wir waren immer drin, auch während dem Krieg. Und da haben wir dann angefangen, eben mit einzelnen Leuten zu gehen. So sind wir zum Beispiel im 92 sind wir die Siebten runtergegangen. Da sind wir nach Sarajevo geflogen. Und sind dort zur Nacht spät angekommen. Und dann haben sie gejubelt und gesagt, wir sollen sofort kommen und fahren. Weil zwei Stunden später war der Flughafen gesperrt. Wir haben die ganze Woche nicht gewusst, ob wir überhaupt zurückfliegen können. Und es hatte überhaupt keine Pilger. Es war nur eine deutsche Frau. Und der Pfarrer von Medjugorje, das war der Pater Ivan Landeka zu selber Zeit, der hat für uns jeden Tag auf Deutsch in der Arbeitungskapelle, das war vorne rechts, wo jetzt die Sakristei ist, hat er für uns eine deutsche Messe mit einer kleinen Predigt und hat uns einmal nachher zum Kaffee eingeladen. Das war wunderschön. So, also ganz, ganz privat. Und es war eigenartig, wir waren auf dem Kreuzberg oben. Wir haben Bomben gehört, aber wir hatten nie Angst. Und wie ein Wunder, wo wir heimfliegen wollten, ist der Flughafen aufgegangen. Aber nur denselben Tag. Von den nächsten Tagen weg war alles zu. Also es war einfach die Vorsehung. Und so hat es dann angefangen, dass immer wieder Leute gefragt haben, zeigst du uns, wenn du wieder gehst. Und dann im 97 habe ich dann aufgehört mit Religionsunterricht. Dann bin ich nicht mehr angewiesen auf die Schulferien. Und habe dann angefangen, einen Zettel zu machen. Und so ein verschicken den Leuten, die sich interessiert haben. Und im Jahr 2000 bin ich dann zu Medjugorje Schweiz gestoßen. Die haben dann gefragt, ob ich dort mitmache. Und so ist dann mein Name auch ins Heftchen hineingekommen. Und von dort weg habe ich eigentlich dann jedes Jahr also 4-5 Reisen organisiert. Das war einfach so. Ich habe dort, als ich das erste Mal zu Medjugorje war, habe ich der Mutter Gottes gesagt, ich habe so viel von dir bekommen. Wenn ich etwas für dich tun kann, dann will ich es gerne machen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, was. Und ich glaube, das war einfach das. Und ich muss sagen, es ist für mich eine zweite Heimat geworden, überhaupt für unsere Familie. Auch der Peter, mein Mann, der macht nichts. Ich könnte ohne seine Unterstützung das natürlich gar nicht machen. Denn er muss mir einmal auch helfen, wenn wieder etwas zu erledigen ist mit dem Computer und so weiter. Und er kommt auch zwischendrin mit. Und jetzt ist er ja auch Präsident von Medjugorje Schweiz und investiert sehr viel Zeit auch für Medjugorje. Also es ist einfach das, was man dort erlebt. Und wenn ich sehe, wie Leute, die mitkommen, wie sie bedrückt sind, was sie für Sorgen haben, und wenn ich sehe, wie sie heimgehen, ist unglaublich. Und was für Freundschaften dort entstehen, das erstaunt mich immer wieder. Irgendwo ist man mit den Menschen, die man einmal zusammen gebettet hat, einfach tiefer verbunden als vielleicht sogar mit eigenen Familienangehörigen. Weil es ist etwas, das man nicht erklären kann. Und ja, ich bin jetzt natürlich ganz glücklich, dass ich jetzt das Jahr wieder nach dieser Pause wieder gehen konnte, für den Jahrestag. Das letzte Jahr waren wir noch, mein Mann und ich. Wir haben das Pilgerleiterseminar. Das ist ja seit vielen Jahren, jedes Jahr. Und da bin ich eigentlich immer gegangen und mein Mann hat mich oft begleitet. Und wir haben uns letztes Jahr angemeldet, obwohl wir schon gewusst haben, die Italiener kommen nicht und es wird schon abgesagt. Aber wir haben schon gebucht, da haben wir gesagt, wir gehen. Und Gott sei Dank sind wir noch gegangen. Wir konnten dann von dem zehren. Und
jetzt nach anderthalb Jahren, das ist ja eine ewig lange Zeit für uns, haben wir jetzt wieder dürfen gehen. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf den September, wo wieder doch eine Gruppe von bis jetzt 25 Leuten wieder mitkommen wollen.